Schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück, oder wenn ihr noch immer noch da seid, ihr kennt das Spiel. Ich habe einen Plan. Ich habe keine Lust, jetzt nochmal in diese Gegner reinzurennen, immer und immer wieder, bis ich es irgendwann schaffe. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Wir gehen auf Erforschung. Also hier im fernen Turm, soweit ich das gesehen habe, ich war auch schon unten, wo dieser Magier steht, noch weiter unten, habe mich da umgeguckt, da ging es nicht weiter. Deswegen gehen wir jetzt einmal zurück zum Start, also zum Hub. Schöne Stimme dafür, ganz wirklich, Dankeschön. Ja, habe ich mir schon gedacht, aber sollte ich sowas wirklich machen? Also hier oben war, glaube ich, der Weg. Ich gucke es mir nur noch mal schnell an. Hier oben war, glaube ich, der Weg, den ich dann genommen hatte, um überhaupt dort zum Verfolger und so weiter zu kommen. Ich glaube, das war hier, oder? Nee, das war nicht hier. Hier ist was anderes, stimmt. Okay, der Verfolger war unten entlang. Dann gucke ich mich mal hier um. So, mit dir habe ich schon geredet. Du hast gesagt, du hast Probleme. Und dann waren hier Gegner, die mich vergiftet haben oder sowas. Genau, ihr. Ach, guck mal, die sterben jetzt auf 2 Hits. Das war vorher nicht so. Das ist doch mal was. Ja. Wir schauen uns mal woanders um. Kommt bestimmt an. Ja. Ach, Mist. Hier ist so eine dämliche Statue, die ich nicht verscheuchen kann. Was liegt hier an Loot? Lloyds Talisman. 3-mal. Okay. Was bist du? Lloyds Talisman. Nee. 3-3-3-3-3. Da. Was ist das? Ja. Ah, verhindert Estus Herstellung. Ah, meh. PvP-Kram. Ja, ich habe jetzt auch noch nicht rausgefunden, wo ich diese Blumen kriegen kann, die Wurzeln kriegen kann. Das heißt, das war's hier für mich. Weil diese dämliche Statue hier steht. Ah, verdammte Axt. Und der Predator wartet hinter der Tür. Habt ihr das gehört? Oh Mann, ey, jetzt muss ich in Dark Souls 2 auch noch gegen Laserwaffen kämpfen. Da geht's nicht lang. Ich hatte gehofft, ich komme hier weiter. Von wem hatte ich diese dämliche Wurzel? Weiß ich nicht. Die war irgendein Loot, glaube ich, der da rumlag. Gut, also, da geht's nicht weiter. Solange ich keine so eine Wurzel habe, brauche ich auch nicht dahin schauen. Jetzt wollte ich wirklich was anderes machen, damit ich nicht durchgehend in diese Gegner reinrenne. Und das Spiel zwingt mich aber dazu, weil hier unten war ich auch schon. Da ging es auch nicht weiter. Da wird sich ja jetzt auch nichts geändert haben. Ich habe ja nichts gemacht, seitdem ich hier war. Also ich gucke noch mal kurz runter, aber da war irgendwas. Aus irgendeinem Grund konnte ich da nicht hin. Willkommen zurück, Ken. Die Idee, die mir beim Snacken kam, war, dass ich keine Lust habe, ständig jetzt weiterhin noch eine ganze Folge in diese Gegner reinzurennen. Und ich deshalb mal ein bisschen mich woanders umschaue. Einfach mal die anderen Gebiete mir anschaue. So. Ja, hier geht's aber nicht weiter. Oder übersehe ich etwas? Ein Schalter oder irgendwas? Nee. Mist. Nein. Ach.
wollte dagegen hauen, gerade gegen die Wand. Nee. Gut, hier unten ist auch nix. Nix. Nix, nix, nix. Und hier stand, was stand hier nochmal drauf? Untersuchen, Vorrichtung bewegt sich nicht. Genau das war das. Sieht auch nicht so aus, dass es irgendwie das. Da muss ich erst woanders lang wahrscheinlich. Und hier habe ich auch schon überall dagegen gekloppt. War nix. Nun. Die Tür ging auch nicht auf. Da hat mir noch der Schlüssel gefehlt, oder? Ja. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, jetzt gucke ich doch noch mal nach da unten bei dem Troll, ob es da noch irgendwo was gab, aber ganz ehrlich gesagt bin ich. Also hier gibt es sicherlich noch ein bisschen was. Da unten den Dennis zum Beispiel, aber bei dem Dennis, der killt mich nur. Dem will ich jetzt nicht gegenübertreten. So, mit dem Troll kämpfen wir nicht. Oh, da drüben. Oh, da ist ein Leuchtfeuer. Guck mal an. Warum ist hier ein Leuchtfeuer? Das ist ja voll unnütz. Da hinten, da geht's. Oh, da liegt noch was. Seele eines verlorenen Untoten. Da geht's nicht weiter. Hoppala. Hi. Schön, dass du da bist. Hör mal auf, mich zu verprügeln. Danke. Wo kam er jetzt her? Ist da unten, geht's da unten doch noch irgendwo hin? Hä? Seltsam. Naja, gut. Da oben liegt ein Loot drauf. Hier so. Nee. Da hinten. Wie komme ich da hin? Von hier da runter droppen oder was? Wild. Da oben war nur die Nummer mit dem Bogenschützen, der da rumsteht. Können wir ja auch noch schnell mal machen. Oh! Nicht hauen, bitte. Gehen wir wieder nach oben oder kommst du runter? Das ist gar kein Bogenschütze. Wobei doch, der hatte dann, glaube ich, eine Armbrust, nachdem man, wenn man da unten ein bisschen unterwegs war. Da drüben war ein Loot, den habe ich schon. Ja, wir machen heute mal ein bisschen Backtracking. Da geht's nicht weiter. Da hinten, hier ist, glaube ich, nichts mehr so weit. Ja, wo kommt er her? Warum kommen hier immer wieder mal Gegner von irgendwo? Wo kam der jetzt her? Hä? Ach, guck mal, hier ist noch ein Loot. Seelen. Gut, also. Dann versuchen wir mal den Sprung darüber zu schaffen. Oh, wild. Ah, wird wahrscheinlich mein Tod sein, huh? Nee, das geht. Okay, nice.
Wurfmesser, Seele eines Soldaten. Alles klar. So, und hier weiterlaufen heißt einfach nur in das Gebiet kommen, das ich schon beendet habe. Fußsoldatenschwert. Oh, wartet mal bitte. Nee, wir wollen jetzt hier nicht an euch sterben, ganz ehrlich. Muss jetzt nicht sein. Ey, nee. So, geht doch, Mensch. So schwer war es doch jetzt nicht. Hier war ich noch nicht. Geht's hier irgendwo nach rechts? Nee. Ja, hier ist wieder die miese Nummer. Da oben schießt der, hier steht der rum. Ja klar, natürlich. Hier ist noch eine Kleinigkeit, die ich vergessen habe. Faustschild. Aber keine... Ey! Hier ist der... Okay, ja. Da ist der Altar. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Oh, Schaden. Da hätte ich jetzt ein bisschen Flakons mitnehmen können. Um hier zu droppen. Und nicht drauf zu gehen. Menschenbild, yes, Sir, dankeschön. Gut, jetzt haben wir hier ein kleines Problemchen. Ein winzig kleines Problemchen. Ich habe nicht mehr so viele Flakons. Oh, scheiße. Bastard, nein. Nee. Ich muss jetzt hier nicht an so einem Billo-Bob draufgehen. Lebensstein. Wie viel habe ich denn davon noch? Schimmernder Lebensstein. Moment. 2. Ja, den muss ich jetzt schlucken. Sicher ist sicher. Ich hätte vorhin einfach an das Feuer gehen sollen. Da ist eine fette Leiter. Ja, ich bin doch auch so ein Depp. Seelenis und eine Fackel. Okay. Oh.
Da komme ich jetzt gerade nicht hoch. Ah, da ist wieder ein Ninja Turtle. Da ist ein Ninja Turtle. Auf den habe ich jetzt nicht so große Lust, ehrlich gesagt. Die sind nämlich mies. Wurfmesser. Okay, also hier ist ein ganzes Gebiet, in dem ich noch nicht war. Hey, Ninja Turtle. Oh, schön. Guck mal, wie viel Schaden die kriegen mit meiner Hellebarde. Ach, ist das wunderbar. Halb so wild. Nice. Schön. Lebensstein, 3 Stück. Dahinter ist doch dieser Echsenboss irgendwo. Also, ich hole mir mal schnell meine Flakons wieder. Komme ich hier überhaupt... ich weiß gar nicht, ob ich da ganz hoch komme. Ja, so. Okay. Dann kann ich mal wieder mit 3 Flakons hier durch. Da ist die Leiche runtergefallen. Nice. Okay. So. Also. Ab hier lang mal ein bisschen. Einfach, weil ich keine Lust habe. So viel in Gegner reinzulaufen. Ach du meine Herren. Oh Mann. Scheiß, ey. Oh Gott. Na ja gut, also der von links, der fällt da auch. Oh, oh. Der eine, genau, der kommt nämlich da auch lang. Ist klar. Och Mann! Ah, so was Dummes, ey! Man prügelt die Ausweichtaste und das dauert 100 Jahre. Tja, Quadrat, ja. Wie viel Schaden man hier bei diesem Drop bekommt, ne? Und. Okay. Jungs. Macht man nicht. Wo kommt der andere runtergefallen? Da. Komm. Du hast auch nicht so Bock auf Fallschaden, ne? Aber ich schon. Ich bin auch untot. Ich sollte auch keinen Fallschaden kriegen. Schweinerei. Nein! Habt ihr das wieder gesehen, ne? Wie er sich in mich reingeleckt hat, weil sein Winkel nicht genau bei mir war. Ich wäre eigentlich, hätte er mich nicht getroffen, aber dadurch, dass vom Spiel her er schon auf mich gelockt war, hat er sich einfach einen halben Meter nach links oder nach rechts in dem Fall weggeleckt, damit er auf mich drauffallen kann. Das ist nicht schön. Nicht cool. Das ist jetzt schon so oft in dem Spiel passiert, dass sich ein Gegner irgendwie entweder
auf mich drauf leckt oder von mir wegleckt oder plötzlich sich hinter mich leckt, ich ins Schwert vom Gegner reingeleckt werde, lauter solche Sachen. Das ist jetzt schon x-mal passiert. Also, und ich bin noch nicht so weit in dem Spiel. So, hier brennt's. Kriege ich hier durch Schaden? Nee? Okay, nee. Oh, oh. No, 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 no. Okay, um da weiterzugehen, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, was ich gesammelt habe, verdammt. Um da weiterzugehen, muss ich die Echse killen. Hm. Wie komme ich zur Echse? Die ist hier hinter. Da oben drüber irgendwie. Da liegt auch Loot. Warum hat es hier gerade vibriert? Erdbebenmäßig. Ah, okay. Langschwert, Feuer. What? Moment mal. Die weg und dafür so ein Buckler. Wir haben einen Buckler gefunden. Ein Feuerschadenschwert, okay. Gut, jetzt ist die Frage, soll ich hier weiter? Ist das der Weg? Wenn sie jetzt dreimal gespuckt hat, einfach da durchrennen? Zur Echse? Nee, da geht's nicht durch. Aua! Gut. Dann nicht. Aber ich habe hier was gesehen. Bist du, ist das hier? Ja, das ist so gedacht. Nee, ist es nicht? Doch, ist es? Doch, ich glaube, das ist so gedacht, aber ich müsste hüpfen. Ich muss, glaube ich, springen an der Stelle, um da hinzukommen. Nice. Prismastein. Okay. Weiter geht's hier leider nicht. Schade. Thorsten, grüß dich. Hi, servus. Schön, dass du da bist. Wie läuft's? Naja. Sehr, sehr ahnungslos. Sehr, sehr ahnungslos. Ich bin gerade ein bisschen... Ich war schon bei den drei Schwestern da, diesen Gegnern. Die Ruinenwächter. Hab mich aber dazu entschieden, dass die mir zu sehr auf den Sack gehen. Aktuell. Und ich mich ein bisschen woanders noch umguck. Das heißt, ich bin gerade am Erforschen. Hätte keine Lust nochmal. Keine Ahnung, eine Stunde lang. Nein! Oh. Jetzt muss ich doch nochmal da runter, um mein Loot zu holen. Weil 3900 Seelen sind, glaube ich, ein Level aktuell. Oh Mann, ey. Geht's hier oben noch irgendwo lang? Wo geht's hier lang eigentlich? War ich hier schon? Wait. Hey, was bist du denn? Komm zurück. Bleib hier. Nice. Hier war ich noch gar nicht. Ist da nicht noch ein Loot gewesen? Da. Lebensstein, Handaxt.
Hallo? Wo bin ich hier? Eine Kiste. Oh no! Warum? Wo kommst du her? Wo kam er denn plötzlich her? Mach die Kiste auf jetzt. Hier ist ja sonst keiner. Ich hab doch in den Raum reingeguckt, da war doch keiner. Kleiner weißer Symbolspeckstein, schimmernder Lebensstein. Okay, hier scheint es aber auch nicht irgendwie weiterzugehen. Ja, der hat hier hinter der Tür, hat er sich versteckt und ist dann auf mich losgegangen. Okay, geht's hier in dem Raum irgendwo weiter? Nee, das ist einfach nur ein Bonusraum hier mit bisschen Lebenskram und Zeug. Gut. So. Versuche ich jetzt... Ja, dich habe ich bemerkt gerade noch. Feuerschwert ist irgendwie cool. Gefällt mir, dass ich das da gefunden habe. Natürlich gegen die Feuerechse werde ich das nicht einsetzen, da gehe ich dann wieder auf die Hellebarde, aber jetzt aktuell passt das schon. Da ist so ein Baum, das heißt, da hinten irgendwo komme ich da hin. Und dann geht es aber wieder nur hier hin. Das heißt, da ist nicht der Weg zum Feuerechsenboss. Gehe ich jetzt dann überhaupt runter und hole mir meinen Loot, weil... nee, bleibt mal oben. Ihr kommt nach oben, oder? Ja, perfekt, guck mal. Der andere? Der hat mich noch nicht bemerkt. Hallo? Ja, klar. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du kommst nicht nach oben. Oh, das ist schade. Na gut. Na gut. Ja, ich hole den Loot. Das ist ein Level. Das Level will ich eigentlich schon haben. Wartet mal kurz. Jetzt fällt hier von oben einer runter. Diesmal nicht? Ehrlich? Okay. Ich will mein Loot wieder haben. Das ist ein Level, das mache ich jetzt. Ich level jetzt hier einmal. Seit wann läufst du mit erhobenen Händen? Ja, war schon klar, dass ihr jetzt hier zu zweit kommt. Na bitte. Geht doch. Gut gelaufen, würde ich sagen. Hätte schlimmer enden können. Zum Loot? Nö. So. Ist der Loot da oben? Nicht runterfallen. Oh, okay. Zack. So, wie komme ich jetzt? Ah ja, so. Huah! Habt ihr das gesehen? Bin einfach mega. Boah, das hätte jetzt... Das wäre fast ins Auge gegangen. So viel dazu. Bazi. Er muss natürlich noch eine.
mir noch eine mitgeben. Und der Pfeil da oben auch. Okay, gut. Wir haben den Loot wieder. Ich gehe jetzt ein Level machen. Danach kommen wir wieder hierher. Ich komme hierher. Was hast du eigentlich noch so für mich? Hast du irgendwas Nettes? Ist das auch eine Handaxt? Ja. Ein bisschen Rüstungskram. Du hast Menschlichkeit und einen Schlüssel. Lenigrads Schlüssel öffnen. Also den habe ich schon gekauft. Oh, gebe ich dann. Ich glaube, dann gebe ich die lieber hierfür aus. Dann gebe ich die lieber dafür aus. Und ein paar Lebenssteine kaufen wir uns auch noch, wenn wir gerade da sind. Sehr gut. Okay, jetzt ist die große Frage. Wie komme ich da hinten runter? Ich fühle mich hier super wohl mit meiner Hellebarde. Da lang nicht. Ich guck mal. Also hier will ich hin. Hier unten will ich hin. Da gegen die Echse will ich kämpfen. Da ist nämlich dieser Weg. Und da spuckt sie mich an und da liegt auch was. Nee, das ist eine andere Echse, die mich anspuckt. Das ist nicht die. Okay, das ist eine andere Echse. Aber die würde ich gerne bekämpfen. Lebenssteine, eine. Okay, weiß ich gar nicht. Die Lebenssteine, die sind jetzt. Machen für mich keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Hier waren Skelette. Genau. Gut, wir prügeln uns beide so ein bisschen. Ich war hier unten schon. Ich weiß gerade nur nicht, was hier am Ende des Weges war. Hier wäre die Fackel gut. Weil hier kann ich 100 pro diese Fackeln am. Ja, du rennst auch noch, währenddem du ausholst, ne? Ja. Nee, ist klar. Nee, lass mal bitte. So. Hier hätte ich gerne jetzt so eine brennende Fackel. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, wie ich die anzünden kann. Hier, 40 Minuten Fackel habe ich. Ist das mit der Fackel, ist das nur eine Steuerungssache, die ich nicht weiß? Dann sagt mir das bitte. Weil Steuerung rausfinden, das ist, wenn ich einfach hier ein bisschen. Weil das wäre ja doof, wenn ich einfach nur, weil ich die Steuerung nicht checkt. Also am Leuchtfeuer habe ich es schon probiert, war ich da einfach dumm und hab's nicht gesehen, dass ich es da anzünden kann. Jetzt gehe ich nochmal hoch, muss ich halt nochmal die Skelette unten bekämpfen. Oder sind hier irgendwo anders? Da ist noch eine Fackel, kann ich da meine anzünden? Nee, ich finde sie, ich kann sie hier auch nirgendwo auswählen. Also, und hier kann ich sie auch nicht anwählen. Umschalten, entfernen, bestätigen. Die ist auch nicht im Inventar. Ich kann die nicht als Ausrüstungsslot verwenden. Also, ans Leuchtfeuer setze ich mich jetzt nicht. Ich will da unten bei den Skeletten weiter gucken. Weil ich glaube, mit den Fackeln kann ich diese Dinger hier anzünden. Wäre meine Vermutung. Hier, diese. Anstatt hinsetzen. Ah, das ist. Dann habe ich es wirklich einfach noch nicht gecheckt. Okay. Dann muss ich umschalten unten. Jetzt hat der. Ja, das ist eine Steuerungsangelegenheit in dem Fall. Ah, nee, hier war ich schon. Ach Mist. Hier komme ich nur wieder zu Dennis. Ich habe keinen Bock auf Dennis. Geht's hier noch irgendwo anders lang? Nee, da nicht. Und die Schildkrötenmänner sind hier auch. Einige. Aber ich habe ja jetzt. Ich kill sie ja jetzt wesentlich schneller. Deswegen könnten wir es eigentlich schon mal probieren. Vorausgesetzt, sie verprügeln mich nicht hier am Anfang schon. Oh, ist das zu viel Fallschaden? Nee, kein Fallschaden. Gut. Oh, Scheiße. Und hier kommt irgendwo Dennis.
Ich kann's nicht benutzen. Na gut, jetzt kommt Dennis. Scheiße. Ja, dann sterbe ich jetzt. Ah, er macht noch einen Schlag. Aber da unten war auch nichts mehr. Da will ich gar nicht hin. Weg da. Da laufe ich nicht nochmal hin. Also, unten bei den Skeletten ist nichts. Da geht's. Da komme ich nicht nach unten. Jetzt bin ich hier. Nee, umschalten. Fackel anzünden. Jetzt kann ich aber wahrscheinlich nicht meine Waffe nehmen, ne? Ja, hier war ich doch schon überall. Ja, Finstergeist Dennis. Halt's Schnauze. Von dir will ich nix. War ich hier schon? Ach, da kommt Dennis raus. Oh. Jetzt warte mal, Dennis. Jetzt warte mal. Krieg ich dich jetzt tot mittlerweile? Solange er nicht seinen Zauberblödsinn macht, ist alles gut. Weil der tut mir nämlich richtig weh. Scheiße. Ja, ich glaube, jetzt kann ich ihn mittlerweile killen. Ach, der nervt, ey. Finstergeist Dennis. Kann ich hier irgendwie was anzünden an den Bäumen? Das habe ich noch nie probiert. Das muss ich unbedingt ausprobieren. So, das heißt, ich muss jetzt erst Dennis killen. Dann kann ich an diesem Baum ausprobieren, ob ich mit der Fackel da irgendwas machen kann. So, Dennis, komm her. Es ist so weird, meinen eigenen Namen die ganze Zeit zu sagen. So, da kommst du raus, Dennis. Hier ist dein Spawn. Ach, wow. Ja, ja. Ich hau gegen den Türstock. Ding, ding. Jemand zu Hause? Darf ich reinkommen? Hallo? Fies. Ich will an diesen. Der spawnt jetzt hier auch jedes Mal. Ja, du Saftsack, ich weiß, dass du hier bist. Klar. Nee, nee. Ich habe schon wieder so keinen Bock auf den. Das ist jetzt der zweite Versuch. Aber dadurch, dass ich so wenig Leben habe und ich könnte Menschlichkeit fressen, dieser Finstergeist ist ja mal sowas von die unnötigste Dummscheiße, ganz ehrlich. Und warum kommt der hier überhaupt, wenn ich in Hülle bin? Das. Das ist nervig und dumm. Unnötig. Wie auch immer ihr es nennen wollt. Ja. Nee, nee, ich krieg den jetzt. Sepp, das was Sepp sagt. Er darf doch DS2 nicht gewinnen lassen. Nee, ich bin auch so, dass ich das jetzt schon, das ziehe ich durch, Leute. Das wird jetzt nicht abgebrochen. So, Dennis. Dämlicher Dennis.
Hey, dass er diesem Schlag ausweicht, dass meine Schläge nicht Homing sind, aber die Gegner alle diese Homing, diese Verfolgungsschläge haben. Man weicht aus und trotzdem zieht der Runterwärtsschlag des Gegners in den letzten Millisekunden nach rechts und er leckt sich zu dir, die Schwerter lecken sich zu dir, Gegner lecken sich aus dir raus, in dich rein. Nee. Nicht auf mich schießen, bitte. Was soll das? Die Hitboxen sind der Teufel in diesem Spiel. Das ist echt übel. So, und wenn ich nicht drück, doch, er macht die Rolle immer. Wie? Wo ist? Warum ist er weg? Okay. Weird. Ach, jetzt macht er drei Schläge. Die ganze Zeit keine drei Schläge machen können. Jetzt auf einmal kannst du drei Schläge machen. Ach, ich war noch am Leben, lol. Ich war ja noch am Leben. Hab einfach aufgehört, Eingaben zu machen. Ist er jetzt wirklich weg? Warum ist er jetzt weg? Habe ich ihn so oft schon gekillt oder warum ist er jetzt weg? Nee. Ach, Mann, an so einem dämlichen Depp. Hänge ich am nächsten Gegner. Schmacko Fatz heißt es, glaube ich. So sagt man. Der ist einfach weg hier jetzt. Der verstehe ich nicht. Tür, danke. Saufen. Da schon wieder so ein Treffer in der Rolle.
Dark Souls ist so lustig. Ja. Naja, nee, also beim Einser, das Einser hat mir riesen Spaß gemacht, das durchzuspielen. Das war mega cool, auch so diese Erfahrung ohne Hilfe und so, mich da komplett selber durchzuarbeiten. War einfach richtig stark und hat richtig Spaß gemacht, auch mit dem Chat zusammen und auch mit YouTube zusammen. Das war mega cool. Aber hier bin ich langsam echt an einem Punkt, wo ich sag, also das geht wesentlich besser. Das hab ich im Einser, im ersten Teil so viel besser gesehen. Gerade diese Hitboxen-Nummer und so, die habe ich im Einser, das war alles verständlich, richtig. Da habe ich so einen Fehler nie, in keinem einzigen Bosskampf habe ich sowas gesehen. Und wie gesagt, hier passiert's ständig. Dann despawnen irgendwelche Gegner, die. Keine Ahnung, warum der nicht mehr spawnt. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Kann man Gegner irgendwie dauerhaft entfernen? Also wenn irgendeiner in den YouTube-Kommentaren mal erklären könnte, was ihr an diesem Spiel so toll findet. Ich habe jetzt schon mehrere Kommentare gelesen, die Dark Souls 2 am besten fanden. So, weiß ich nicht. Also am besten, wenn man sagt, okay, ich fand es auch nicht schlecht, so, ne? Okay, von mir aus. Aber das Beste. Das ist doch dann Hauptsache nicht, Hauptsache gegen die anderen geredet. Gegner spawnen nicht mehr, wenn ich sie 12 Mal gekillt habe. Echt? Ah, okay. Hey, ihr dürft mir jetzt zugucken, wie ich in den Finstergeist Dennis reinlaufe, weil den mache ich jetzt platt. Ich will unbedingt wissen, was es mit diesen Bäumen auf sich hat. Hier ist einer. Ach ja, schon wieder zu früh draufgehauen. Ach so, ja, ich bin ja nicht Homing. Stimmt, bringt ja nichts, wenn ich draufhau. Ach, er darf in der Rolle Invincible Frames haben, ich nicht. Ach, und durch die Wand hauen kann er auch. Ach, und ich nicht. Ach. Ah. Ah. Ja. Gut, das war eine Magiewaffe. Okay. Ach ja, Homing ist es auch. 12 oder 15 Mal. Ist das schon Backseat Gaming oder Hilfe im Spiel? Nee, eigentlich nicht, ne? Das ist einfach. Ist mir mittlerweile schon aufgefallen, dass Gegner irgendwann mal nicht mehr da sind. Auch irgendwie komisch. Auch eine sehr, sehr seltsame Sache. Warum das so ist, man weiß es nicht.
Goff. Ja, ist mir schon klar, dass das nicht nur ein Vorteil ist. Ich hatte den vorhin schon halb tot. Er war schon halb tot. Ich gehe jetzt mit dem Feuerschwert auf ihn los. Und einem Schild. Vielleicht klappt das besser. Stopp! Nee. Gleichzeitig gestorben. Hoffentlich ist er jetzt tot. Hoffentlich hat es gezählt. Bitte lass es gezählt haben. Ja. Ja. Er ist weg. Nice! So, jetzt können wir die Fackel anzünden. Und mal gucken, ob ich an dem Baum mit der Fackel irgendwas machen kann. So, Gegenstand aufnehmen. Riesenbaumsamen. Achso, lol. Untersuchen. Ein Riese ruht in Frieden. Nee, okay, mit der Fackel hat's wohl nichts zu tun. Nun denn. Ach, Dennis ist tot. Endlich kann ich mich hier mal in Ruhe umgucken. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Was für ein Akt. Aber einfach mal eine andere Waffe snacken. Ja, hier muss ich, an die muss ich mit der Hellebarde rangehen. Ja, bleib halt noch länger liegen. Ist okay. Ist, hey, lass dir alle Zeit der Welt. Ist schon okay. Alles gut. Wir haben sie ja. Wir haben sie ja, die Zeit. Also, Dennis ist tot. Jetzt können wir hier unten ein bisschen kämpfen. Hellebarde, gute Hellebarde. So, zack, und yep, ich weiß, Schild kommt weg. Zack, zweihändig, let's go. Los geht's. Schildkrötenmänner. Hab ich jetzt gegen den Schildkrötenmann gehauen? Was war das denn? Hä? Oh, Hitboxen in diesem Spiel. Der reinste Horror. Komm, willst du nicht noch ein bisschen länger liegen bleiben? Ist okay. Wir sind ja nicht 5 Schildkröten hinter uns her.
Was? Was war das? Lass mal gut sein. Okay, jetzt konnte ich nicht mehr rennen. Er hat einfach aufgehört zu rennen wegen der Erschütterung oder was? Schon wieder so seltsames Zeug hier. Kommt ihr? Erstmal den loswerden. Der ist nämlich auch nervig. Boah. Gut, so, die Schildkröten sind weg. Warum auch? Warum sie auch immer hier fünf so von diesen Schildkröten hinstellen? Die Ninja Turtles. Was ist das? Oh, Lebensstein. Ich schluck den mal. Oh, hier geht's wohl nicht weiter. Ist das hier unten wirklich alles? Da kriege ich den Riesenbaumsamen. Und Dennis? Der Riesenbaumsamen und Dennis, ist das, was es hier unten zu holen gibt? Das kann's doch nicht sein. Okay, wenn die Tür offen ist, darf ich sie kaputt hauen? Tatsächlich, lol. Hä? Ist das blöd? Da drüben. Okay, hier brauche ich nie wieder hingehen. Hier ist nichts. Hier war Dennis und der Riesenbaumsamen. Warum ist hier ein Leuchtfeuer? Ah, warte mal, hier könnte ich jetzt aber mal die Nummer mit den Fackeln ausprobieren. Komm, könnt ihr bitte aufstehen? Danke. Da muss ich jetzt aber erst einmal alle killen. So, und ihr steht erst auf, wenn ich genau da in dem Bereich bin. Okay. So, war hier noch eins? Nee, okay. Dann hole ich jetzt mal doch nochmal eine Fackel. Köderschädel. Warum auch immer es hier einen Köderschädel gibt. Den habe ich im ersten Teil schon nicht benutzt. Ich glaube, ich werde den auch hier nicht benutzen. Jetzt nur nicht irgendwo blöd runterfallen, ne? Das wäre doof. Ich probiere die Nummer mit der Fackel mal aus. Mach hier noch ein Loot? Da liegt noch ein Loot. Höhleninfanteriestiefel. Hm. Davon habe ich auch so viele mittlerweile. Also, darf ich dich anmachen? Entzünden. Nice. Keine Ahnung, was es bringt. Aber meine Vermutung war richtig. Es gibt die Fackel, damit ich andere Fackeln anzünden kann. Und vermutlich brauche ich das irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt mal. Wenn es irgendwie in dunkle Gebiete geht oder so, keine Ahnung. Okay, Fackel weg. Und dir eine draufgegeben.
So. Jetzt sind wir hier und da geht's doch noch Vollgas weiter. Da unten. Wie komme ich denn da hin? Da unten war ich ja schon mal, aber da habe ich kein Loot gesammelt, oder wie? So, sind das hier Explosionsfässer? Nee, ne? Doch, da kommt auf jeden Fall Warzpulver raus. Ja. Schon okay. So, von hier kann ich aber auch nirgendwo hin droppen. Nicht! Jetzt schießt da irgendwo da hinten einer mit dem Pfeil rum. Da oben steht auch einer drauf. Der Verfolger kommt hier ja jetzt nicht nochmal, oder? Der war nur einmal. Ach komm! Aber da ging es doch auch nicht. Da ging es doch nirgendwo weiter. Da kann ich auch zu dem anderen, da kann ich auch in die andere Richtung laufen von dem Lagerfeuer, von dem Leuchtfeuer aus. Ich guck's mir weiter an. Ich guck's mir weiter an. Ein bisschen. Ich reise jetzt gleich zu dem anderen Leuchtfeuer und dann schaue ich nochmal in die andere Richtung, ob ich irgendwie zu diesem Feuerdämon kommen kann, der da unten sitzt, zu diesem Salamander. Danke fürs Einschalten und schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.